Hallo zusammen, ich glaube, ihr könnt es schon mal wieder sehen. Ich habe ein weiteres Trash-Wander-Paket erhalten und möchte euch jetzt einfach mal den Inhalt zeigen und zeigen, was ich alles behalten habe. Beziehungsweise wir sortieren erstmal, ich lege einiges auf den Vielleicht-Stapel und anschließend wird dann aussortiert, beziehungsweise ganz am Schluss zeige ich euch, was ich alles aus dem Trash-Wander-Paket behalten habe. Wir fangen direkt mal mit dem obersten Karton an, da der einfach so ein bisschen in die Kamera lugt. Ich setze ihn mir jetzt einfach auf den Schoß und dann gucken wir einfach mal, was da drin ist. Okay, die Kartons sind immer so ein bisschen beschriftet, also man weiß ungefähr schon, was da drin ist. Hier ist Haarpflege, Parfüm, Lippenstifte, Mascara und Co. drin. Wir haben hier einmal von Balea die Beauty Expert Nachtcreme mit 0,3% Retinol und Bakuchiol. Ich habe im Moment genug Nachtpflege, deswegen wird die auf jeden Fall nicht rausgenommen. Dann haben wir eine Feuchtigkeitsspülung. Bin ich mir noch am überlegen. Trockengespritzer, strapaziertes Haar habe ich aber nicht. Von Balea war die übrigens auch. Weiter haben wir ein Glossy und Long Shampoo von Balea. Repariert geschädigte Haarlängen und sorgt für ultimativ glänzendes Haar. Ohne Silikone, pflegende Formeln mit Rizinusöl, sein Protein, langes, geschädigtes und glanzloses Haar. Ich glaube, die nehme ich mir raus. Die stelle ich auf jeden Fall schon mal zur Seite. Dann haben wir hier noch ein Produkt von Vita Liberta Body Blur High Definition Body Make-up. Ich brauche kein Body Make-up. Wenn ich irgendwie Body Make-up brauchen würde, beziehungsweise benutze, dann nehme ich einfach immer eine Balea Body Cream mit so ein bisschen Selbstbräuner drin. Der funktioniert übrigens immer total toll. So, ich sehe gerade, das Shampoo mag gerne mit in die Kamera gucken. Das lege ich ein bisschen an die Seite. Dann haben wir hier noch ein kleines Feuchtigkeitsshampoo von Balea. Das werde ich mir definitiv rausnehmen für die Sommerurlaube. Aber wenn es mal wieder Richtung Schwimmen geht, zum Abduschen und so weiter, sind die nämlich genial. Dann Fruchtsäure-Peeling Bio-Zitrone unreine Haut. Ich lege es mal auf die vielleicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Das war übrigens von Altera. Ich habe eigentlich genug solcher Peelings, aber könnte ja auch mal nicht schlecht sein. Dann haben wir noch einen Shiny Hair Vegan Hair Mask. Ich bin keine Haarmaskenfreundin. Also wenn man bei mir Haarmaske, das dauert mir einfach viel zu lange. Ah. Und dann haben wir noch mal ein Thermalwasser. Thermalwasser bin ich auch überhaupt nicht. Also dann kann ich mir auch genauso gut irgendein Wasser nehmen und das durchs Gesicht fahren. Ich brauche jetzt nicht unbedingt Thermalwasser. Dann haben wir hier Beauty Expert von Balea Vitamin C Serum. 2% Vitamin C und 1% Vitamin E. Das wird auch weiter wandern. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oh. Den hatte ich auch, das Hydrating Forming Cleanser Gel. Ganz gruselig fand ich das. Also das brauche ich wirklich nicht. Das war's dann aber auch schon mit der Kiste. Die Sachen, die ich nicht rausnehmen werde, sehr wahrscheinlich nicht rausnehmen werde, die lege ich direkt zurück. Und die Sachen, die ich vielleicht rausnehmen werde, liegen auf dem Vielleicht-Stapel. Nächste Kiste, beziehungsweise wir haben hier erstmal ein Parfüm. Das ist das Darling von M. Asan. Ich lege es auf den Vielleicht-Stapel. Ich muss das erstmal anriechen, denn ich bin so eine totale Parfümfrau im Moment geworden, beziehungsweise auch schon das letzte Jahr. Und ich liebe einfach Parfüms auszuprobieren, deswegen, das muss auf jeden Fall mal getestet werden. Jetzt geht es weiter hier mit Gesichtspflege und Co. und Masken. Eine ganze kleine Box mit, wow, voll von Produkten, sage ich mal so. Wir haben hier einmal das Root Therapy Strengthening Treatment Mask. Wofür ist es dann? Vermutlich dann wirklich für die Haare. Brauche ich nicht. Ich sage ja, Masken sind nicht so mein Fall. Dann haben wir hier noch eine, was ist es denn? Eine BB Feuchtigkeitspflege. Intensive Feuchtigkeit. Bin ich raus. Ölige Haut braucht keine intensive Feuchtigkeit. Beziehungsweise wäre mir, glaube ich, einfach zu hydrating und zu feucht. Dann haben wir von Honest Beauty Hydro Gel Cream. Ja. Wie lange ist sie denn? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein nagelneues Produkt. Das lege ich erstmal beiseite. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, was ich so jetzt alles rausnehme. Dann haben wir einmal eine Skin Food Body Lotion in einer kleinen Größe. Die bleibt drin. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oh, das ist aber süß. Das ist einmal eine Palette von Essence Hugs and Teddies. Das war ja eine recht gehypte Palette mit 6 Lidschatten. Ein Blush und ein Highlighter. Die werde ich mir mal genauer angucken. Die lege ich mir erstmal beiseite. Ich bin mir noch nicht zu hundertprozentig sicher, ob ich sie rausnehmen werde, aber die klingt auf jeden Fall toll. Dann haben wir eine Maske von
bei Isana eine Tuchmaske Korean Hydration Solution mit Ginseng, Aloe Vera und Hyaluronsäure spendet Feuchtigkeit. Die bleibt drin. Ich habe im Moment genug Masken. Also ich werde wahnsinnig. Ich muss erstmal meine Masken so ein bisschen runter reduzieren und aufbrauchen. Den hatte ich selber. Das ist eine She Glam. Das ist ein Lidschatten-Quad. So ein bisschen Richtung Colourpop angehaucht. Der ist nicht schlecht. Der ist aber extrem dunkel. Der bleibt auf jeden Fall drin. Dann haben wir hier noch ein Coverstick. Oh mein Gott, erinnert ihr euch an die Coversticks von Essence oder auch von anderen? Der wird mir zu dunkel sein. Das ist die Farbe 05. Wow. Und der geht erstmal gar nicht auf. Den lassen wir mal direkt drin. Den brauche ich auch, glaube ich, nicht. Auch wenn ich immer wieder Unreinheiten habe auf sowas, sowas mag ich einfach nicht. Dann haben wir hier von Yves Rocher das Pure Algae Treatment, beziehungsweise das Micellenwasser in einer kleinen Größe. Bleibt auch, den brauche ich nicht unbedingt. Und von Catrice eine Smoothing Hand Cream aus der Winnie the Pooh Reihe. Handcreme sind nicht so mein Fall und ich habe einfach noch genug da, um das einfach auszutesten. Und einige verschiedene Masken zum, beziehungsweise auch Bäder. Hopfen, Baldrian, Badesalz. Das werde ich mir rausnehmen. Das werde ich jetzt, ja, ich werde alles als für meine Dusche so ein bisschen für die Füße verwenden. Das klingt auf jeden Fall toll. Dann haben wir hier noch eine Peel-Off-Maske, Candy Apple. Stelle ich mir vom Geruch einfach nicht so dolle vor. Da haben wir noch mehr Masken. Dann habe ich, davon habe ich genug von den Duty Eye Mask. Hier haben wir noch eine weitere Peel-Off-Maske und noch eine Peel-Off-Maske. Welches ist das? Zitronengras, Badesalz, das bleibt drin. Das kann jemand anders gerne testen. Eine Schaumparty-Maske. Die klingt interessant. Die brauche ich aber jetzt nicht unbedingt. Dann haben wir noch eine Valea Feuchtigkeitsmaske und eine Selfie Project. Ich finde die immer, da ist extrem wenig drin und die scheint auch schon irgendwie eingetrocknet zu sein. Also, ne, die scheint eingetrocknet zu sein und dann brauche ich sie auch jetzt nicht unbedingt. Die Sachen, die ich auf jeden Fall nicht benutzen werde und nur rausnehmen werde, kommen wieder zurück in die Kiste und dann wäre diese Kiste auch schon fertig. Eine nächste Kiste, ganz groß steht da dekorative Kosmetik drauf. Mal schauen, was da drin ist. Oh ja, haha. Ich habe schon was ganz, 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 ganz Tolles gesehen. Das ist nämlich von Alamar Cosmetics eine Lidschattenpalette. Und die ist wunderschön. Die ist wirklich wunderschön sommerig. Ich mag diese warmen Farben auf jeden Fall. Ich finde diese Kombination mit zwei Blau- und Grüntönen, beziehungsweise das ist ja so ein Blau-Grün, super interessant. Aber auch die beiden Farben finde ich klasse. Die werde ich mir auf jeden Fall rausnehmen. Die lege ich schon mal auf meinen Stapel und dann machen wir weiter. Was haben wir hier dann noch drin? Aha. Ein Highlighter von Revolution. Das ist der Highlighter. Hatten wir den nicht beim letzten Mal auch schon? Ich weiß es gar nicht. Ich lege ihn jetzt einfach zurück, denn das ist nicht mein Fall. Dann haben wir von Matte Masky ein Glowing Illuminator Drops. Ich weiß nicht, haben die eine Farbe? Haben die eine Farbe irgendwie? Ja, die haben eine Farbe. Brauche ich aber jetzt nicht. Also Illuminating macht mein Gesicht schon von ganz alleine. Deswegen brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Und von Malu Wiss ein Cover Stick in der Farbe 8 irgendwas. Ich glaube, der wird mir auch zu dick sein. Also lassen wir einfach das mit dieser Kiste. Da ist nämlich sonst nichts weiter drin. Und wir machen mit der weiter nächsten Kiste weiter. Eine, ich sag mal, große Kiste. Das ist nämlich die Purish-Kiste. Die wird auch, da ist einiges drin, sag ich mal so. Wir haben hier einmal ein Essence All About Matte Fixing Puder. Wenn ich davon nicht schon genug hätte, würde ich mir das rausnehmen. Dann haben wir hier nochmal eine Yves Rocher Lidschattenpalette. Oh, wäre die nicht so langweilig? Also die ist extremst langweilig. Die erinnert mich an diese ganzen Urban Decay Naked Paletten. Und mein Fall ist es nicht. So viel langweilig brauche ich dann auch nicht. Und dann haben wir hier noch eine ganz komplett blaue Lidschattenpalette von Revolution. Also blau in meiner Augenfarbe ist einfach nicht mein Fall. Deswegen wird die garantiert weitergehen. Das ist einfach, damit kann ich nichts anfangen. Sorry. Das haben wir dann einmal noch. Ein Relaxing Skin Booster Harmony Serum von Shelbens. Das wird auch weitergehen. Ein Kylie Skin Eye Cream. Die gucke ich mir mal an. Die werde ich vielleicht rausnehmen. Oh, ein Fußbalsam. Ja. Ich und Fußbalsam gehen auf jeden Fall immer, denn meine Füße brauchen jeden Tag Pflege. Ich finde, die werden sehr häufig vergessen und das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Pflegt und belebt von Eva Sitt. Klingt toll. Lege ich mir schon mal beiseite. Boah. In der Kiste ist auf jeden Fall einiges noch drin. Dann haben wir einmal ein Anti-Dandruff Shampoo. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Sehr wahrscheinlich nehme ich mir einfach das andere raus. Dann haben wir noch ein Kopfhautpeeling sauber machen von Haarliebe.
Kenne ich so weiter nicht. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin auch zu faul zu. Und ich habe auch nicht so irgendwie mit Dandruff, also mit Schuppen oder sowas, irgendwie viel zu tun. Und deswegen lassen wir das erstmal. Dann haben wir noch Evrosche Orange Fondant. Was ist das denn? Ein Schaumscrub oder beziehungsweise ein Scrub in Öl. Ja, klingt gut. Lege ich erstmal beiseite und das werde ich mir garantiert rausnehmen. Meine Kinder lieben das einfach. Beziehungsweise ich mag das auch. Ich mag das total gerne. Es klingt total bescheuert, aber ich mag das total gerne. Das ist nämlich Funky Cola von Bilou. Riecht wie Bubblegum und Bubblegum liebe ich einfach total. Dann, ich muss schon echt gucken, wo ich das alles hinpacke. Dann haben wir hier noch einmal solche Mischpaletten. Die werde ich mir nicht rausnehmen. Davon habe ich selber welche. Ein Essence, beziehungsweise zwei Essence Nagellacke. Die werden auch direkt weitergehen. Dann haben wir noch einmal einen Dip Eyeliner. Den brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Nochmal eine, was ist das denn? Skin Boosting, straffendes Serum, mildert Mimikfältchen mit Tsubaki-Extrakt. Kennt das einer? Ich habe auch von diesen Shape and Lift Boosting-Dingern welche zu Hause. Ich habe die alle noch nicht ausprobiert. Das muss ich erstmal selber machen, damit ich mir irgendwie eine Meinung darüber bilden kann, ob ich noch mehr davon brauche. Und dann haben wir ja einmal noch einen Lidschatten von Trend It Up in der Farbe 120. Der ist mir definitiv zu dunkel. Packen wir einfach mal alles wieder zusammen, was ich mir auf jeden Fall nicht rausnehme. Und dann geht es auch schon weiter mit der nächsten Liste. So, jetzt nehmen wir die Stapel von hier ganz oben. Das ist wirklich echt viel wieder mal gewesen in diesem Wanderpaket. Hier steht nochmal dekorative Kosmetik drauf. Und zerbrechen, sorry. Und wir haben hier wieder einiges Kleines drin, würde ich mal behaupten. Wir haben hier einmal ein, was ist es? Auf jeden Fall sowas drin. Lassen wir erstmal. Das ist Serum A. Auf jeden Fall mehrere Serien. Anscheinend hat das extrem gut abgeschnitten. Gucken wir doch mal, ob da irgendwie Take two drops with a pipe, rub hands together to warm up and product spite and hair. Ach so, irgendwas mit der Haare ist das auf jeden Fall. Dann haben wir eine Mini-Lotion, die lasse ich auch da drin. Dann haben wir noch ein Cream-Eyeshadow, ein Glow-Pot. Nee, also Cream-Eyeshadow oder aber auch solche Pots, die finde ich einfach immer... Nee, die möchte ich auch nicht unbedingt haben und das ist auch nicht mein Fall. Dann haben wir einmal noch zweimal das Browfix. Ich würde mal sagen, das sieht schon extrem kristallisierend aus und ich glaube nicht, dass ich das unbedingt nochmal brauchen müsste und würde. Oh ja, dann haben wir noch einmal die Superior Volume 2. Die ist aber auch schon länger drin. Ich weiß gar nicht, ob die dann irgendwie rausgeht oder ob derjenige die nochmal zurückhaben möchte. Das ist diese Palette. Ich hatte schon die Volume 1 und die war sowas von schlecht, die Volume 1. Die hat einfach auf meinem Auge überhaupt nichts getan und überhaupt nicht gehalten. Daher wird die auf jeden Fall weiter wandern. Dann haben wir noch einen Nagellack und eine kleine Seife von H&M. Also das Paket war jetzt, oder die Kiste war jetzt nicht ganz so dolle, sag ich mal so. Dann machen wir einfach ganz schnell weiter mit der nächsten Kiste. So einmal richtig hinsetzen und dann geht's weiter. Wir haben hier noch einmal eine ganze Kiste mit dekorativer Kosmetik. Schauen wir doch mal, was uns da einfach anmacht. Wir haben hier einmal, oh, das war ein krass gehyptes Produkt. Die Secret Palette von Catrice, die Face and Cheek Palette. Wenn ich nicht Creme Blush Hater wäre schon fast, würde ich die mir auf jeden Fall rausnehmen zum Testen, aber ich mag einfach keinen Creme Blush. Dann haben wir hier nochmal von Laura Lee Los Angeles die Party Animals Palette. Oh, krass. Krasse Farben, ich glaube für mich schon einen Tacken zu krass. Ich finde das Orange genial, ich finde aber auch dieses komische grünlich-gelbe klasse, aber die restlichen vier Farben würde ich einfach nicht auf meinem Auge nutzen und daher wird die garantiert auch weiter wandern. Was haben wir denn noch drin? Was ist das? Ein Quad, ein Hikari Quad Radiant Shimmer Bronzer. Okay, das soll ein Bronzer sein. Also man hat hier zwei Bronzer und zwei Schimmerfarbtöne und zwei matte Farbtöne. Ist garantiert nicht meine Farbe. Also da werde ich nichts mit anfangen können. Dann haben wir hier einmal die Petals von der, wie hieß die denn? Auf jeden Fall irgendwas mit Journey von Rival de Loup oder Rival de Loup Young. Bleibt auf jeden Fall auch drin. Und schon wieder das Sophia and Mabay Chic and Glow, die Chic and Glow Palette. Ich glaube, die kennt jetzt fast jeder. Das ist diese Palette, wo einfach der Highlighter, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Das soll der Highlighter passen zu dem Blush sein. Der Blush sieht wunderschön aus, aber mir ist das einfach viel zu groß für so eine Palette, wo ich nur die Hälfte von nutzen kann. Daher wird die auch weiter wandern. Ja.
Was haben wir hier denn? Krass, Papa. Weiter wandern wird auch das Cherry Blush von Revolution. Das ist mir einfach zu groß. Das ist ein Radiant Blush, also von hell bis dunkel. Das könnte man schon fast als Highlighter nutzen. Ich glaube, ich trage ungefähr die Blushfarbe gerade auf meinem Gesicht. Daher brauche ich das jetzt nicht auch unbedingt. Und als letztes Produkt in dieser Palette, beziehungsweise in dieser Box, haben ja noch ein paar, haben wir einmal eine mega süße Palette. Das ist von der Shrek X Revolution Kooperation. Einfach mal eine wunderschöne warme Palette. Nee, die Schimmerfarben, das war schon geswatcht, deswegen bin ich da gerade nochmal reingegangen. Die Schimmerfarben fühlen sich total trocken an, daher wird die auch einfach mal weiter wandern. Also ich habe einige Paletten schon zu Hause und einige auch gute Paletten von Revolution mal immer wieder zwischendurch gehabt. Die überzeugt nicht unbedingt immer 100% Revolution mit der Qualität. Das Problem ist bei den Schimmerfarben einfach ganz häufig, dass die austrocknen bei Revolution. Und am Ende des Tages, beziehungsweise nach mehreren Monaten, vielleicht auch manchmal schon nach mehreren Jahren, hat man einfach nichts mehr von den Schimmern und die sind komplett trocken. Was haben wir hier denn? 5 Star Favorite von Grande Cosmetics. Da sind schon einige Produkte raus. Wir haben hier, halten hier Grande Buff, Grande Lips, Grande Mascara, Grande Brow und Grande Lash MD drin gehabt. Was haben wir denn hier noch drin? Wir haben hier einmal Hydrating Lip Plumper, der bleibt auf jeden Fall drin, den kann ich mir nicht. Tut mir zu doll weh bei Grande Lash. Und wir haben einmal Grande Buff Moisturizing Lip Scrub. Den werde ich mir sehr wahrscheinlich rausnehmen. Den lege ich schon mal zur Seite und dann machen wir das Ding wieder zu, denn der Rest ist einfach schon weg. Nächste Palette bzw. nächste Box ist nochmal wieder dekorative Kosmetik. Das klingt auf jeden Fall schon nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine BB Cream. Welche Farbe hat die denn? Habe ich die beim letzten Mal schon gesehen? Krass. Sieht zu. Die sieht zu aus, beziehungsweise da kriege ich jetzt nichts raus. Die lassen wir einfach mal drin. Welche ist das von True? Kennt die einer? BB Cream Peach Skin Effect Tinted Face Care 5 Active Marine Ingredients Vegan and Natural. Lassen wir einfach drin. Dann haben wir hier noch eine Mascara von Isadora, die bleibt auch. Dann haben wir noch einmal einen Shine Control Mattifying Effect Medium Tinted. Medium Tinted? Die Medium Tinted? Medium Tinted wäre schön gewesen. Ich glaube aber, Medium Tinted, so werde ich noch nicht mal, wenn ich irgendwie gebräunt bin. Die lassen wir auch drin. Oh, wie süß! Von Sophia in Mabey ein Lidschatten Quad The Cleopatra Palette. Ein matter Lidschatten, der so ein bisschen für alles gelten kann. Und 3 Schimmerlidschatten. Der klingt nicht schlecht. Den lege ich mir erstmal beiseite. Mal schauen, ob ich mir die rausnehme. Dann haben wir hier noch einen Lippenstift. Oh Gott, ich weiß, ich bin so ein kleiner, ich schnuppere an alles. Der ist von Art Deco. Der wird auch weiter wandern. Dann haben wir hier Ice Ice Baby, eine Lidschattenpalette drin. Ich sage ja schon, blau und so ist nicht meine Farbe. Einen Nagellack. Und noch eine weitere große Palette. Ich glaube, die war jetzt mal auch schon drin. Das ist die Revolution Palette. Ja, viele blaue Töne. Die Schimmerlidschatten sehen aber nicht so nach meinem Fall aus. Deswegen, da mache ich auch schnell zu. Die von Sophia Mabey habe ich schon mal auf die Seite gelegt. Und dann geht es weiter. Dann haben wir nämlich noch eine ganze dicke, fette Kiste mit Körperpflege, feste Rasur und feste Produkte. Die machen wir doch jetzt einfach mal auf. Das legen wir wieder zurück. Das kam von mir. Dann haben wir einen Deep Ocean Elixir Youth Control von Floramare. So sieht es aus. Festigend, aufpolsternd und remineralisierend. So heißt das. Ja, Elixier brauche ich nicht. Lassen wir einfach. Dann haben wir einen Bio Kokosnuss Butter Soft von Haut, Haare, Skin, Hair. Was ist das denn? Ein Kokosnussöl auf jeden Fall. Das lege ich mal beiseite. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Dann haben wir ein Skin Renewing Peel Treatment von Clairsonic. Oh Gott, Clairsonic? War das nicht mal hier dieses Ding, was man durchs Gesicht fahren konnte? Rinse Off Exfoliating Gel. Brauche ich nicht unbedingt. Lassen wir einfach. Dann haben wir hier noch von Nature Box. Das werde ich mir sehr wahrscheinlich rausnehmen. Das ist, glaube ich, auch schon mindestens eine Runde durchgewandert. Seifen gehen ja fast immer und mein Mann liebt das einfach auch komplett
ne, sich damit zu waschen. Deswegen dürft das immer wieder mit. Dann haben wir einmal Perfect Leg Skin Miracle Tinted Multivitamin Serum to Perfect and Help Cover Skin Imperfections von This Works. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ein Aftershave Balsam bzw. eine Pflegelotion brauche ich auch nicht unbedingt. Dann haben wir hier nochmal eine Tagescreme von Balea. Das muss aus dem Adventskalender gewesen sein. Ich habe genug Creme und ich weiß auch, welche ungefähr bei mir passt. Dann haben wir einmal noch ein intensiver Rasierschaum für empfindliche Haut in einer Mini-Variante. Ich bin Rasiergel-Fan und deswegen brauche ich das jetzt auch nicht. Und dann haben wir ein Retinol von Intense von M.Asan. Das müsste auch irgendwas fürs Gesicht sein, ne? Verkapseltes Retinol unterstützt gezielt die Regeneration strapazierter Haut und ist einer der am besten untersuchten Anti-Aging-Wirkstoffe. Das werde ich mir mal beiseite legen. Vermutlich werde ich das rausnehmen. Und dann haben wir einmal noch Festtage. Das müssten ein Geschenkset mit fester Shampoo, Seife und so weiter sein. Klasse. Werde ich auf jeden Fall mal beiseite legen. Aus der Box habe ich einiges gefunden, was ich auf jeden Fall schon mal nicht schlecht finde. Finde ich gut. Mal gucken, was ich da alles dann ganz zum Schluss rausnehmen werde. Jetzt folgt die vorletzte Box. Ich muss erst mal gucken, wo ich die anderen Boxen alle hinpacke. Das ist nochmal eine dicke, fette Box. Und dann haben wir noch eine kleine Tüte mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Wir haben hier einmal von Dr. Pawpaw ein, was ist es denn? Ein Tinted Peach Pink Balsam. Werde ich auf jeden Fall nicht rausnehmen. Dr. Pawpaw ist nicht so meins. Dann haben wir einen Massagepilz aus der My Little Box. So ein Ding. Den brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich gucke gerade schon, wo ich meine Sachen hinlege. Dann haben wir einmal BB Trockner für trockene Haut. Ich habe keine trockene Haut. Ich habe ölige Haut, deswegen das wird auch weiter wandern. Dann haben wir nochmal Pure Minze auf jeden Fall. La Lotion. Was ist denn das? La Lotion. Die ist aber, hört ihr das? Sehr, sehr dick. Für mattierende Puderlotion. Mit Bio, Pfefferminz, fettige und Mischhaut. Eigentlich ist das ja genau mein Fall. Ich lege es mal zur Seite. Verdammt! Ich habe so viele Sachen, die... Dann haben wir hier noch ein Body Wash mit Sweet Rose, das wird weiter wandern. Was haben wir hier denn noch? Ah, einmal so eine Gesicht... eine Wimpernzange, die ich garantiert nicht brauche. Dann haben wir einmal noch Babyhaar Styling Stick, brauche ich auch nicht unbedingt. Einmal von Avant ein Vitamin C Serum, das wird auch weiter wandern. Das ist der totale Schrott, das habe ich auch schon gehabt von Alverde, ein Augenbrauengel. Bringt überhaupt nichts. Und dann haben wir hier noch andere Produkte, die noch zu sind, beziehungsweise die noch extra eingepackt sind. Die muss ich mal eben auseinanderrollen. Ein von Bio Vital ein Hyaluron-Gel. Das wird auch weiter wandern. Ich habe noch genug Hyaluron-Balsam-Gele zu Hause. Dann haben wir hier nochmal, ne, extra dickfett verpackt von Floramara, ein SPF Moisturizer, eine Feuchtigkeitspflege. Die brauche ich auch nicht. SPF 20 und Feuchtigkeitspflege. Und jetzt hier das vorletzte Ding, Winterhamig. Hamig brauche ich jetzt auch nicht, habe ich auch schon genug, deswegen auch dann mal wieder zurück. Von Browly, eine Soap Brow, die brauche ich auch nicht. Soap Brows habe ich genug, beziehungsweise benutze ich einfach nicht. Und einmal nochmal so ein Glowing-Zeug, Illuminator Natural Vegan-Zeug. Meine Haut macht Glow genug. Und jetzt haben wir das letzte Ding, das ist nämlich nochmal, einmal richtig hinsetzen, beziehungsweise anders hinsetzen, ich kann schon nicht mehr. Dann haben wir nochmal ein ganzes Teil mit Lippenstiften und Lidschattensachen. Also hier solche Lidschattenpöttchen von Unique. Die werden, glaube ich, alle einfach weiter wandern. Also meine Dinge, die ich noch da drin irgendwo finde, werde ich rausnehmen. Und dann wird das einfach weiter wandern. Hier ist Make-up Forever drin. Hier ist Revolution drin. Hier ist auch nochmal was Schönes von Revolution drin. Es sind einige solcher, wie heißt das, ne? Puder-Lidschatten. Beziehungsweise lose Lidschatten heißen die Dinger. Und Mascaren, was auch immer. Also da werde ich nochmal in Ruhe durchgehen. Und dann gebe ich euch ganz zum Schluss einfach mal mein Fazit. Beziehungsweise zeige ich euch, was ich alles da behalten habe. Übrigens, ne? Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt, bin nochmal überall alles durchgegangen und zeige euch einfach jetzt, was ich behalten habe.
wie schon gesagt, Funky Cola bleibt bei uns auf jeden Fall. Wir lieben den Duft, wir mögen den Duft total. Dann wird das Zeug auch mal da bleiben. Das ist ja von Yves Rocher das mattierende, die mattierende Puderlotion gewesen. Ich möchte es einfach ausprobieren. Und ich bin mega, mega neugierig, wie das überhaupt funktionieren soll. Genauso bei Yves Rocher bleibt auch das Scrub in Oil da, denn ich liebe einfach für den Körper so ein bisschen Scrub da zu haben. Finde ich total klasse. Nature Box, das feste Shampoo bleibt bei mir. Dann Sophia in Marbella. Das finde ich ein geniales Quad einfach zum Reisen. Und die Farben harmonieren ganz gut zueinander, miteinander. Man hat einen Inner Corner, man hat einen Crease Tone, der aber auch so ausgeblendet werden kann. Und zwei ja, Schimmerlidschatten, die so ein bisschen dunkler sind. Finde ich genial, das Quad. Das werde ich auf jeden Fall rausnehmen. Dann werde ich die von Kylie Skin, die Eye Cream, rausnehmen. Die klingt auf jeden Fall interessant. Bin ich neugierig, wie gut die funktioniert. Von LMR Cosmetics die Lidschattenpalette. Von M.A.San das Parfüm. Ja, ich bin Parfüm-Fan. Sorry. Dann von Grande Cosmetic einmal den Moisturizing Lip Scrub. Einmal das Mini-Shampoo zum Verreisen, sowie einmal das große Shampoo für zu Hause. Dann die Retinol-Creme von M.A.San, die möchte ich einfach ausprobieren und möchte mal schauen, ob die bei mir funktioniert und ob ich die hohe Konzentration an Retinol gut gebrauchen kann und vertragen kann. Und ganz zum Schluss gibt es noch einmal den Fußbalsam von Efazit. Ja, und das war's. Wie findet ihr solche Wanderpakete? Findet ihr solche Dinge toll? Ich finde es nämlich genial, dass man einfach Sachen weitergeben kann, die für einen nicht funktionieren und ganz viele glücklich machen kann. Ups, vergessen. Einmal nochmal das Gute Nacht Badesalz mit Hopfen, Baldrian und als Schüttelsalz. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Liked gerne meinen Kanal, abonniert ihn liebend gerne und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!